Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher hier im, und Besucherinnen hier im Saal und natürlich auch im Stream. Wir haben ein wirklich langes Gesetzgebungsverfahren hinter uns, was trotzdem nicht ganz alles abdecken kann, was es abdecken will, was aber auch verständlich ist. Wir sind verschiedene politische Kräfte, dementsprechend kann man nicht immer alles unterbringen. Dem großen Beteiligungsanspruch ist das Ministerium, finde ich, in vielen Teilen schon ziemlich gut gerecht geworden. Es haben da viele Gespräche stattgefunden, das finde ich hervorzuheben. Was man vielleicht noch ein bisschen besser machen kann, ist die Nachvollziehbarkeit, von wem welcher Input gekommen ist. Das könnte man durchaus später noch mal öffentlich machen. Das finde ich eine gute Geschichte. Da könnte man ein bisschen mehr Transparenz walten lassen. Ist als als Anregung vielleicht zu verstehen, jetzt nicht so ein ganz schlimmer Kritikpunkt an der Stelle, fände ich gut, wenn man das noch machen könnte. Speziell die Treffen der Vertreter von, des Ministeriums mit Interessenverbänden könnten da sicherlich transparent dargestellt werden, schon alleine, weil das doch in meinen Augen ein ganz gutes Verfahren war. Ist also eigentlich an der Stelle gar nichts Negatives. Jetzt aber auch noch mal ein bisschen zum Inhalt des gesamten Gesetzes. Was wir sehr positiv sehen und meine Fraktion sehr positiv sehen, ist, dass die Ausbildung der Notfallsanitäter jetzt nicht mehr von den Menschen, die das werden wollen, selber gezahlt werden muss, sondern dass das jetzt als grundsätzliche Aufgabe des Rettungsdienstes gesehen wird und dementsprechend diese Zahlung oder diese Ausbildung von den Trägern des Rettungsdienstes geleistet werden. Das finden wir sehr gut an der Stelle. Auch die Übergangsfristen, wann ein Assistent zum Notfallsanitäter sich ausbilden lassen muss, das ist ja wirklich sehr üppig geraten. Das finde ich auch besonders gut. Auch, dass jetzt eine ärztliche Leitung festgeschrieben ist, dass die einheitliche Rufnummer möglich ist, finde ich alles gut. Was wir vielleicht noch mal angehen müssen, allerdings nicht im Rahmen dieses Gesetzes, ist, dass wir den Menschen, den Rettungssanitätern, die wirklich viel an der Gesellschaft leisten, auch ein bisschen mehr Sicherheit für sich geben müssen. Wir haben gerade im privaten Bereich Menschen, die dort arbeiten, die sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hangeln. Da müssen wir vielleicht bessere Rahmenbedingungen noch sicher, nicht vielleicht, da müssen wir bessere Rahmenbedingungen setzen, aber nicht im Rahmen dieses Gesetzentwurfs. Das müssen wir im Nachgang noch mal machen. Was uns wirklich stört an dem Gesetzentwurf, das habe ich auch schon im Ausschuss gesagt, in Zweien, auch in der Obleuterunde, ich sehe eine Regelungslücke im Gesetzentwurf im Punkto Datenschutz. In § 7a Absatz 1 steht im Gesetzentwurf, Daten dürfen erhoben, gespeichert und genutzt werden für erstens die Durchführung eines Einsatzes, klar, zweitens die medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten oder drittens die Abrechnung eines Einsatzes. Und in Absatz 2 wird das noch ergänzt zum Qualitätsmanagement. Der Absatz ist länger, deshalb lese ich ihn jetzt hier nicht vor. Da gibt es diese Öffnungsklausel, dass die Daten, die dort gespeichert werden, nicht automatisch nach 3 oder 6 Monaten gelöscht werden, sondern dann, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Das ist aber zeitlich nicht eingeschränkt. Wann ist also beim Qualitätsmanagement der Datensatz nicht mehr erforderlich? Das haben wir in unserem Änderungsantrag thematisiert. Stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu, schließen Sie diese Lücke. Diese Regelungslücke muss geschlossen werden, sonst kann ich meiner Fraktion leider nicht empfehlen, dem Gesetz zuzustimmen. Wir wollen ja schließlich auch nicht demnächst, dass jemand die 112 anruft und als erstes eine automatische Stimme hört, wo gesagt wird, wir zeichnen Ihren Anruf aus Qualitätsgründen, Managementgründen erst auf. Wenn Sie dem nicht zustimmen, legen Sie bitte auf. Das will ja keiner. Dementsprechend bitte ich nochmal darum, unserem Änderungsantrag hier zuzustimmen. Auch die Argumentation, die es bis jetzt oft gab, dass im Katastrophenschutzgesetz eine ähnliche Regelung drinsteht wie jetzt im Gesetzentwurf, stimmt an der Stelle nicht ganz. Ich zitiere den aus dem Entwurf des Katastrophenschutzgesetzes, § 46 Absatz 4, gespeicherte Daten dürfen in anonymisierter Form auch zu statistischen Zwecken und zur Evaluation verarbeitet sowie zur Aus- und Fortbildung genutzt werden. Das hätte man genauso auch in diesen Gesetzentwurf schreiben können. Hat man aber leider nicht. Wenn man also so eine Harmonisierung immer vor sich herträgt, sollte man die auch möglichst gleichlautend bearbeiten.
So, zum Änderungsantrag von CDU und FDP empfehle ich meiner Fraktion, sich zu enthalten. Und ansonsten bitte ich darum, unserem Änderungsantrag zuzustimmen. Dann können wir auch dem Gesetzentwurf zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sommer. Und für die Landesregierung hat das Wort nun Frau Ministerin Steffens.